Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Let's Play World of Tanks Live. Und heute zeige ich euch den AMX CDC und ich hoffe, es klappt ein bisschen besser, weil ich weiß, das ist jetzt mittlerweile die vierte Aufnahme und ich schaffe es echt nur in Szenegefechte gerade mit dem zu kommen. Früher war das mal nicht so, also, aber ich habe es halt eh so ein Händchen dafür, nicht Top-Tier zu sein. Deswegen drückt mir die Daumen und im eigensinnigen Sinne, dass wir hier eine schöne Runde gemeinsam vollbringen können. Jetzt hat der Gegner aber wirklich auch noch lauter Panzer, die wirklich was einstecken können. So wollte ich sagen. Ein und fair, naja. Aber man sieht gleich, warum ich den CTC eigentlich so mag, weil er unglaublich mobil ist. Weil er kommt super schnell auf Geschwindigkeit, hat da eine schöne Endgeschwindigkeit. Und so soll für mich ein Medium sein, dass er keine Panzerung hat. Mein Gott, wie man hier sieht, man kommt eh in 10er Gefecht und mit dem 8er in 10er Gefecht, ob er ein bisschen Panzerung oder gar keine ist, auch schon scheißegal. Die Jungs sind schon oben, jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich da auch noch hochkomme. Badchat wird wahrscheinlich auch gleich kommen, wobei die haben nicht so viele Mediums. Jo, Hügel ist unser. Und die werden hier, genau, gleich beschossen, dass sie eben nicht auf den Hügel kommen. So, aufs 263. Aber aufpassen hier mal auf die AT. Das 263 steht da so, dass es nicht oder dass es eben super auf uns einämmt. So. Steht ein bisschen Chaps. Jetzt können wir den so ein bisschen beschießen. Weg ist er. Report Bastards. Der war wohl nicht so zufrieden davon, dass er jetzt rausgenommen worden ist. Ein 8-8er. Schade. Okay, wir fahren auch runter. Und jetzt kommen wir wieder zum Bergziegeneinsatz und hoch geht's. Da drüben die Gegner fast alle geschlossen. Und der Killshot ist meiner. Den schaffe ich gerade noch mit 18. UAFV, UAATI. Der ist so schön groß. Da kann man wirklich entspannt zielen. Und das Badger holt sich die Arti, da brauche ich nicht nachfahren. Wir fahren dem Leopard nach. Da wo die Badger zuletzt war. Im Zweifel kann man der Maus in den Rücken schießen. Schützt mal den. Ah, ich wollte eigentlich nochmal davor fahren, aber das hat nicht geklappt. Bei einem Schuss hätte ich ihn noch abhalten können. Jetzt auf die Maus.
Ah, oh, Maus hat mich weggedrückt. Nicht schlecht. Lustiger Kill. Aber gönn ich der Maus. So wie sie da in die Ecke gedrängt war. Hätte ich. Ich wollte von hinten ran. Ging aber nicht. Aber man hat gesehen, dass die Maus mit ihrem Gewicht einfach so hart ist. Und obwohl ich ja wirklich nicht mal ansatzweise sie gerammt habe, hat sie mich einfach ein bisschen weggedrückt. Und dann war schon mein Ende klare Sache. Naja, trotzdem war es eine schöne Runde. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. 3 Kills. 2100 Schaden auf den Schaden genau habe ich das so gemacht, dass ich bei 2-1 wollte ich eh aufhören. Schaut einfach gut aus, dachte mir, stopp ich da, mache ich nichts weiter. Und jetzt schauen wir mal. Auch natürlich Credit-Ausbeute, CDC, immer wichtig, aber ich glaube, in der Runde hat man echt viel gesehen, warum ich den Panzer mag. Die Mobilität, die Agilität und eine gute Kanone sprechen einfach für ihn. Ja, wir sind hier 2100 XP Platz. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber von den Kills, Schaden, aber von den XP, so ist es richtig, 1093 sind wir Platz 1, also das hat man gesehen, ich konnte einiges machen, 2100 Schaden, war eine schöne, feine Runde mit dem 8er im 10er Gefecht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks und lasst mir noch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.